Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ICS 2 unterwegs, im Multiplayer auf der ProMod heute mal wieder. Ja, ich habe mir mal wieder die ProMod runtergeladen. Mehr dazu jetzt gleich. Auf jeden Fall fahren wir von Kiel nach Soltau. 3 Tonnen haben wir geladen, Topfpflanzen. Ja, wir fahren jetzt gerade vom IKEA los. Wir haben dementsprechend auch einen IKEA-Hänger. Genau, da müssen wir jetzt los. Es sind jetzt ein bisschen mehr wie 200 Kilometer. Das heißt, das Video heute wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger wie sonst. Weil wir sind wieder auf der ProMods und da ist ja die Strecke, wo wir fahren. Also sind die Kilometer länger wie auf Sim 1 oder halt ganz normal auf in ETS. Deswegen ja, wird das heutige Video wieder ein bisschen länger. Heute zum Mittwoch auch. Genau. Ja, dann fange ich mal direkt an, weil ich habe wieder ein paar Sachen. Genau, als erstes, ich habe mir die ProMods wieder runtergeladen. Oder besser gesagt, ich hatte sie schon runtergeladen. Ich musste die nur noch in den ETS 2 Ordner reinziehen. Genau, deswegen, ja, wir fahren jetzt auch wieder auf der ProMods. Ich hatte auch genügend Zeit, die ProMods, also dass ich in die ProMods reinlade. Das erste Mal immer in die ProMods reinladen, dauert ja immer ziemlich lang. Aber dann die anderen Male geht es ja eigentlich ziemlich schnell. Deswegen, da hatte ich auch Zeit. Genau, deswegen konnte ich das jetzt auch machen. Ja, genau, das zudem. Ansonsten gestern Abend, also am Dienstagabend, war ich ja live. Da waren wir ja in 5M unterwegs, war auf jeden Fall wieder lustig. Ja, ich denke mal, der nächste Stream kommt jetzt erst wieder am Freitag. Oder kommt erst wieder am Freitag, so wie es zurzeit ausschaut. Und dann halt am Samstag nochmal ein Stream. Genau, aber das würde ich euch im nächsten Video nochmal sagen, also am Freitag im Video würde ich euch das nochmal sagen. Ob am Freitagabend sicher ein Stream kommt. Geplant ist jetzt schon einer. Und ich denke auch, es wird einen Stream geben. Genau, deswegen. Aber ich sag's euch auf jeden Fall im Video am Freitag nochmal. Und dann, ja, Samstag bin ich sowieso live. Genau. Und Samstag kommt halt auch ganz normal ein Video dann. Ja, 16 Uhr. Und nächste Woche habe ich schon wieder Berufsschule. Das heißt, ich werde unter der Woche öfters wieder live sein. Da könnt ihr euch schon mal, ja, darauf freuen, sage ich jetzt mal. Da wird es wieder mehr Streams geben. Ja, genau. Wann und so weiter werde ich euch dann auch in den nächsten Videos noch sagen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt ist doch noch, ja, ein bisschen hin, bis nächste Woche. Genau. Muss ich einfach mal schauen, was bis dahin ist. Genau. Ansonsten von ETS und von LS gibt es immer noch nichts Neues. Ja, ich weiß einfach nicht. Da kommt einfach gar nichts Neues in letzter Zeit. Genau. Ja, wir fahren jetzt immer noch mit Wintermod rum. Ich denke, so lange wird der Wintermod jetzt gar nicht mehr mal drinnen bleiben im ETS. Ja, müssen wir einfach mal schauen, wie lange der noch drinnen ist. Genau, aber solange wir drinnen ist, werden wir auf jeden Fall mit Wintermod auch fahren. Ja, ui, da müssen wir links rüber. Genau. So, dann nochmal links rüber. Genau, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen um 16 Uhr und am Samstag bin ich dann auch noch immer zusätzlich live ab 20 Uhr. Wie gesagt, zurzeit wegen Corona und so weiter bin ich freitags eigentlich auch ja, ziemlich oft live. Nicht immer, aber ziemlich oft bin ich live. Genau. Und unter der Woche, ja, kommt es halt auch immer darauf an, wie ich Zeit habe. Jetzt gestern zum Beispiel war ich wieder live. Kommt halt immer drauf an, wie ich Zeit habe. Genau, deswegen manche Streams sind auch ziemlich spontan. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren.
Wobei die YouTube-Glocke manchmal funktioniert, manchmal nicht. Deswegen in meiner Videobeschreibung ist noch mein Community-Discord-Server verlinkt. Dort werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video oder ein neuer Stream online ist. Da verpasst ihr dann auf jeden Fall gar nichts mehr. Und auf Insta ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Poste ich auch immer in die Story, wenn ich live bin. Genau. Dass ihr da auf jeden Fall nichts verpasst, weil YouTube, die Glocke und so weiter funktioniert ja nicht so gut. Genau, deswegen. Bitte links halten. Da werdet ihr auf jeden Fall immer benachrichtigt. Soll links halten, hat das Navi jetzt gesagt. Fahren wir mal links rüber. Wenn es das Navi sagt, dann machen wir das natürlich. Genau. Achso, ja, Anhänger. Ich wollte jetzt meinen anderen Anhänger zeigen, aber den habe ich gar nicht angehängt. Vielleicht das nächste Mal fahren wir mit unseren eigenen Anhänger wieder. Wobei ich zurzeit am Überlegen bin, habe ich euch, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, oder im vorletzten. Ich bin am Überlegen, ob ich einen neuen Hänger mir machen soll. Oder besser gesagt, an den Hänger noch was dran bauen soll. Weil ich letztens bei den Local Mods wieder einen geilen Mod gefunden habe. Aber das, sag ich mal, kann noch dauern, bis das kommt. Weil wie gesagt, zurzeit bin ich mehr in 5M unterwegs und so weiter. Deswegen zurzeit ETS bin ich eigentlich relativ selten. Ja, in ETS. Genau. Genau, 5M, wo ich gerade angesprochen habe. Ja, da hatte der Server am Montag paar Probleme, also Platinite. Bitte links halten. Hatte schon wieder links halten, Mensch. Hatte am Montag paar Probleme, sage ich jetzt mal. Das wurde aber wieder behoben, deswegen gestern ging ja auch schon wieder alles. Genau, deswegen passt es soweit. Genau. Ansonsten für die, wo es interessiert. In meiner Videobeschreibung sind auch meine ganzen Sachen drinnen, wie zum Beispiel PC, Tastatur, Maus, Headset, Lenkrad und so weiter. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wobei der PC, glaube ich, stimmt nicht mehr ganz. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Eins wollte ich jetzt gerade noch sagen. Und zwar fällt mir gerade nicht mehr ein, perfekt. Mir fällt es echt gerade wieder mal nicht ein. Ach, wir fahren mal ein bisschen in der Außenansicht, dann seht ihr den LKW auch von außen, weil ich finde, von außen schaut er halt auch nochmal geil aus. Da einfach schön Gaming Maxi Logistik oben. Und da, das wo da durchläuft, einfach geil. Das ist übelst geil, muss ich sagen. Das fühle ich ja auch übelst, das, wo das durchläuft. Genau. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Aber das habe ich wieder vergessen. Was wollte ich jetzt sagen, Mensch? Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Für alle neuen Zuschauer hier auf meinem Kanal gibt es jetzt einen Kanal-Trailer. Das ist das 500 Abonnenten-Special, habe ich da jetzt reingetan. Eventuell kommt da in Zukunft, ja, jetzt dann irgendwann auch noch, ich sag mal, ein richtiger Kanal-Trailer für alle neuen. Genau, aber jetzt derzeit ist jetzt das 500 Abonnenten-Special drinnen. Zuvor war es gar nichts. Jetzt ist der 500 Abonnenten Special eben der Kanal-Trailer. Und dann die Ausfahrt rechts. Wobei ich aktuell auch am Schauen bin, dass ich ein neues Intro mache. Die Ausfahrt rechts. Also nicht mehr das Intro, wo zur Zeit ist. Rechts abbiegen. Das Rot-Grüne praktisch. Soll zwar trotzdem noch die Farben so ungefähr haben. Aber soll jetzt dann, oder es, ja, wird jetzt komplett überarbeitet oder soll halt komplett anders da ausschauen, sage ich jetzt mal. Wie genau, weiß ich selber noch nicht, aber da bin ich gerade am Schauen. Rechts abbiegen. Ich habe da schon ein paar
ja, Vorschläge hätte ich schon paar Vorlagen hätte ich auch. Da wird in Zukunft dann auch ein neues Intro, wird es dann auch ein neues Intro geben, eventuell dann auch ein neues Outro. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das kommt, weil das muss ich auch alles erst selber machen. Müssen wir jetzt da rein? Anscheinend, ja, wir müssen da rein. Genau, deswegen da. Also das würde ich euch auf jeden Fall dann auch noch vorher sagen, wenn das neue Intro und eventuell das neue Auto dann kommt. Ja, ich sag mal, das soll einfach ein bisschen besser angepasst werden noch. Weil das jetzige, das, ja, das Intro, ja, habe ich halt damals gemacht, wie ich wirklich mit dem Kanal angefangen habe. Und in der Zwischenzeit ist halt schon, ja, ich sag mal, ich kenne mich besser mit YouTube und so weiter aus. Und da finde ich halt auch, passt das Intro jetzt nicht mehr so gut. Genau. Da will ich halt schon ein Intro, wo mehr auf meine, oder zu meinem Kanal passt. Das Intro, wo ich zurzeit habe, ist halt so ein, ich sag mal, Standard-Intro. Das kannst du vor jedes Video hängen, sozusagen. Deswegen, da bin ich zurzeit am Schauen und am Machen. Genau. Genauso wie das Outro. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, was ist mit diesem Video? Wir sehen uns dann ja, am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Und wahrscheinlich am Freitagabend auch dann im Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.